Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bound by Flame. Wir haben beim letzten Mal so ein paar kleine Quests erledigt und ja, haben noch mehr kleine Quests zu erledigen. Wir haben hier von dem Hauptmann, ne Hauptmann nicht, von diesem, weiß ich nicht was das ist, haben wir die Wachen vermöbelt, um ihr ein bisschen beizubringen, wie man kämpft. Und jetzt schauen wir mal. Es wird ja eigentlich immer nur eine Hauptquest angezeigt, das stimmt aber auch nicht so ganz. Wenn wir nämlich jetzt hier weitergehen, dann sehen wir auch nur noch Hauptquests. Aber es müssten auch noch Nebenquests da unten verfügbar sein. Schauen wir mal. Da steht auch noch jemand, mit dem haben wir auch noch nicht gesprochen. Mal gucken, wer das ist. Ich grüße, General. Oh. Ja. Name, Rang und Auftrag, Soldat. Schnell. Gefreiter Kartoffel, General. Habe den Auftrag, das Nordwesttor vor Monster aufhalten, ins Dorf zu kommen, General. Der ist ja genau wie ich. Kartoffel? Willst du mich verarschen? Nein, General. Das ist der Name, den mir Hauptmann Mason gab. Weil es stimmt. Ich komme vom Landherr. Ich verstehe. Kannst du mir ein paar Informationen über das Dorf geben? Ach nee, da möchte ich jetzt gar nicht mit dem reden. Bis später, Soldat. Kartoffel. So, dann. Schauen wir mal. Wie sieht's denn hier so aus? Was haben wir denn hier noch? Achso, wir haben ja noch letztes Mal eine neue. Oh. Neue Waffe bekommen, eine Axt. Die gefällt mir. Die nehme ich. Die gefällt mir richtig gut. Dann zerlegen wir die sofort. Dann kommen wir erst gar nicht auf die Idee, den anderen zu nehmen. Und bauen uns hier noch was Schönes rein. Oh. Erweiterter Kopf. Für die Wirbelattacke größer. Angriffsgeschwindigkeit oder physischer Schaden. Ich glaube, ich würde auf Angriffsgeschwindigkeit fast gehen. Was ist das? Chancenkritischer Treffer. Physischer Schaden plus 2. Oh. Was brauchen wir denn dafür? Knochen. Okay. Oh, jo. Das Anzünden schwere Waffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Feuerwiderstand, Frostwiderstand, okay. Widerstand. Also das finde ich schon mal geil. Das erhöht unsere Flammen. Ja, was erhöht das jetzt? Anzünden, schwere Waffen. Hm. Ist magisch unverändert und fügt Flammen zu deinen Schlägen hinzu. Ja, das ist sowieso cool. Und hier würde ich gerne... Zwei mehr Schaden oder Angriffsgeschwindigkeit? Ich glaube zwei mehr Schaden. Dafür brauche ich aber Knochen. Dann gucken wir mal. Knochen. Achso, da. Die kann ich kaufen. Wie viel waren das? Wie viel brauchte ich jetzt? Das ist eigentlich der... So... Ich habe 8, brauche 3 dazu, alles klar. Knochen, 3 Stück kaufen. Und dann natürlich das Ganze wieder einsetzen. Plus 2.
Das sieht, es finde ich echt cool mit dem, mit der Waffe rechts, dass sich dann echt diese Teile so cool verändern und das alles auch so ein bisschen Sinn macht. Zum Beispiel hier, das gibt diese Störfähigkeit, um zu unterbrechen, und der gibt einfach viel Schaden. Ja, cool. So, der, was haben wir denn noch so Schönes? Wir könnten ja vielleicht noch was mit der Brust. Was können wir denn hier? Widerstand. Physischer Widerstand. Verstärktes Metall. Wir machen erstmal einfach weiter. Ich will erstmal hier auf die Karte gucken. Hier geht es tatsächlich nur da zu 1. Hm. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Keine Gegner mehr, haben wir die schon alle erledigt? Doch, da kommen welche. Wer und wo? Seid ihr das da hinten? Ja, ne? Ja. Oh, die haut rein. Von denen? Nein. Was ist hier? Hier wird es auch weitergehen. Okay, looten. So, und dann geht's hier weiter. Schicksal, eine neue Waffe. Oh, mal wieder gucken. Schicksal. Nö. Die gefällt mir nicht. Die zerlegen wir. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage. Sollen wir da jetzt wirklich schon hingehen? Kommen wir denn da? Tja. Gehen wir da mal weiter. Und dann haben wir da auf dem Weg noch eine 2. Ja, das ist doch gut. Und da gibt's die 1. So. Du... entscheide selbst. Oh. Ja, entscheide selbst. Der, die schnelle Art und Weise runterzugehen. So, hier gibt es noch ein bisschen was zu looten. Gehen wir oben rum oder unten rum? Ach, ist ja wurscht, oder? Gehen wir oben lang. Ach, guck an.
Wir machen richtig mehr Schaden. Das ist echt cool. Stahl. Also hier müssten wir eigentlich nicht hin. Hier ist auch nichts. Okay. Ist mir ein bisschen zu dunkel, wir hätten mal was auf den Tag warten können. Wer macht die Geräusche hier? Ach so. Okay. Dann sammeln wir mal hier alles ein. Wo ist der Rest? Es ist zu dunkel da. Ach, guck mal, eine Pflanze. Einsamen Gegner, da brauchen wir gar nicht so jetzt mehr so achten, weil danach ist auch schön schnell mit der Heilung. Das ist cool. So, hier geht's weiter. Die Armen sind Hundefutter. Aber ihre Ausrüstung scheint in guter Verfassung. Und dann? Was habt ihr denn Schönes? Ach so. Mason wird erleichtert sein, dass seine Männer ihre Waffen und Ausrüstung nicht komplett zerfetzt haben. Okay, oh, wir können wieder aufsteigen. Und zwar gehen wir wieder auf den Kriegerbaum. Wenn wir in diesen Kampf raus sind, Störfähigkeit, ja. So, dafür bräuchten wir Einschlag und Tornado 2. Das finde ich ein bisschen blöd. Also wirklich Wahl hat man jetzt, wenn man das haben will, hier nicht. Brauche ich das unbedingt? Nicht unbedingt, nein. Gebe lieber Widerstand, physischer Widerstand. Kampfschrei. Was haben wir denn hier noch? Chance für kritische Treffer. Chance für kritische Treffer bei einem Angriff, der einem erfolgreichen Konter folgt. Ja, kontern. Ich weiß gar nicht so genau mit dem Kontern.
wir nehmen das mal. Vielleicht kommen wir mit dem Kontern besser klar. Störungswiderstand für plus 5 bei Rundangriff. Das ist ganz cool eigentlich. Achso, dann bräuchte ich nur hier erst. Auch gut. Ja, doch. Okay. Achso, und wir haben da jetzt den Punkt, was tragen wir denn jetzt? Jetzt tragen wir eine Axt, ne? Ja, das sparen wir uns noch. So, hier geht's weiter. Das hätte ins Auge gehen können. Schon wieder Waffen. Aber das ist cool. Man findet echt eine Menge Waffen. Das macht Spaß. Imperiale Klinge. Auch wenn die nicht immer viel besser... Achso, der... Ach nee. Viel besser sind, aber man konnte halt zerlegen. Oder wie auch immer. So, was haben wir hier noch? Ja, das ist auch nicht... Auch nicht so toll. Ja. Getränke haben wir mittlerweile 6 Stück. Oh, so super. Oh. Ach ja, treten können wir auch noch. Ganz vergessen. Naja. Auch nicht so schlimm. So, dann klettern wir mal hier hoch. Und da oben habe ich jetzt ein bisschen Angst. Kommt jetzt hier was. Was ist das, der Prinzessin-Turm? Oh Gott. Glücksbringer siehst du nicht gerade aus. Mist, Alter. So, erstmal möchte ich dich ins Target nehmen. So, und dann möchte ich Feuer aufladen. Und dann kannst du. Ich kümmere mich erst um diese Kreatur und komme dann zu dir zurück. Sie enden immer über dem Erdboden. Was ein guter Grund ist, mich nicht zu stören. Genau. Yeah.
So, nicht genug Magie. Dann hau dir doch mal so einen Trank rein. So, wir können noch mal ein paar Feuerbälle ausprobieren. Das wurde gerade so schön. Das war natürlich dumm, weil ich ja eigentlich meine Waffe auf Feuer aufladen wollte. Jetzt haben wir wieder die Aufmerksamkeit. So haben wir sie denn. Autsch. Oh, fuck. Ich hau mal lieber einen Trank rein. Jetzt nicht nur abkacken. Ja, es ist kaputt. Das ist furchtbar. Wir können die Frau nicht in dem Loch lassen. Wir müssen sie irgendwie befreien. Was für ein Loch? Sibyl! Mach das nicht! Ich kenne die Frau. Sie ist nicht zufällig hier. Sie ist eine Hexe. Wenn du sie befreist, laufen wir alle Gefahr, von ihr verhext zu werden. Aber Vater, wir können sie nicht einfach hier sterben lassen. Das wäre unmenschlich. Unmenschlich? Das ist genau das, was sie ist, mein Kind. Ist das die Stimme des Frevlers? Eolas, oder? Er hat mich in dieses Loch gesperrt. Halbnackt und ohne Wasser und Brot. Ich habe was? Verlogenes Stück! Hört nicht auf sie! Vater! Sie versucht, dich zu beeinflussen. Benutze deinen Verstand, Kind. Ich flehe dich an. Lass mich hier raus. Ich halte es nicht länger aus. Oh, die finde ich cool. Ich war nie dafür, Menschen einfach wie Tiere in einem Käfig sterben zu lassen. Egal, was sie getan haben. Diese Frau sieht nicht wie ein Todwandler aus. Das reicht mir. Wir bringen sie zurück nach Valvenor und du kannst dort deine Geschichten erzählen. Komm ihr nicht zu nahe, dummes Mädchen! Nein, Narren! Lasst sie in dem Loch! Was für ein Loch? Da ist überhaupt kein Loch.
Hallo. Nun triff deine Ewigkeit. Was machst du mit ihm? Lass ihn los! Gut, du kannst ihn haben. Ich bin fertig. Vater? Vater! Oh nein! Nein! Das kann nicht sein! Du wirst dir wünschen, du wärst in dem Loch verreckt, du krankes Miststück. Warte! Warte! Wenn ich sterbe, will ich vorher wissen, wer du bist. Schau, was ist mich denn? Ich bin dein neuer Wärter. Du kommst mit mir, das ist geil. Ich bin nur ein verärgerter Söldner, der ziemlich viel Stress haben wird, wenn wir zurück ins Lager kommen. Und da es nicht den Hauch einer Chance gibt, dass ich dich gehen lasse, kommst du mit. Die anderen roten Weisen werden über dein Schicksal entscheiden. Du wirst mich dem Urteil dieser Verrückten ausliefern? Sie sind nicht besser als die Monster, gegen die ihr kämpft. Rote Weisen, dunkle Eisfürsten, sie sind alle aus einem Guss und wollen das Gleiche. Die einen sind bloß erfolgreicher in ihrem Vorhaben als die anderen. Eolas dachte, ich kenne das Geheimnis, wie er den dunklen Eisfürsten gleichgestellt sein kann. Darum hat er mich verhört. Und? Wir sind im Krieg und bekommen in den Arsch getreten. Wir können ihn nicht dafür verurteilen, die Todwandler stoppen zu wollen. Natürlich. Es war nur zum Wohle aller, dass ich gefangen und heimlich verhört wurde. Es sollte den Frieden wahren, dass ich wochenlang hungerte und gefoltert wurde. Es war sein guter Wille, der versklavte Monster mein Gefängnis bewachen ließ. Oh ja, ich habe sie gehört. All die Schreie. Das Biest hatte genug zu fressen. Bestimmt. Ja. In Wahrheit war Eolas ein mutiger Mann, der einzig und allein zur Freude seiner Tochter versucht hat, diese zu erdolchen. Das ist Blödsinn! Du bist ein Monster! Eine Lügnerin! Mein Vater war nicht so! Lügnerin! Mörderin! Dafür wirst du bezahlen! Sibyl! Warte! Ach, Mist! Hexe! Du solltest dich benehmen, wenn du nicht weiter in dem Loch verrotten willst. Ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Ich habe Fragen. Viele Fragen. Du solltest dafür sorgen, dass mir die Antworten gefallen. So sei es. Dann werde ich dir genau das erzählen, was du hören willst. Du warst im Vorteil. Warum hast du den Anführer der Roten Weisen getötet? Ich musste unbedingt meine Kraft erneuern, also habe ich seine genommen. Ich werde etwas mörderisch, wenn ich hungrig bin. Oder wenn ich zu lange in einem Loch gefangen bin. Ohne ordentliche Toilette. Dein Freund war kein Held. Sein Ziel war es, die gleichen uralten Rituale durchzuführen, die es mächtigen Magiern erlaubte, zu den dunklen Eisfürsten zu werden, die wir nun bekämpfen. Er war nicht mein Freund, sondern mein Auftraggeber. Ein sehr einflussreicher. Du hättest ihn schonen können, trotz deiner Version der Umstände. Doch da du ihn getötet hast, werden sie dir nicht zuhören. Er war ein hinterlistiger und manipulativer Mann. Niemand hätte auf mich gehört. Also erlaubte ich mir, ihn daran zu hindern, noch mehr Schaden anzurichten. Das Weltherz hat nur unter diesen Magiern gelitten. Ich bin über diesen Tod erfreut. Wir brauchen mehr davon. Sagen wir, dass ich deine Gründe verstehe. Schön, aber es böses war eine Spiel. Verwerfliche Tat, die uns in eine ziemlich unangenehme Situation gebracht hat. Wir müssen die Karten in Valvenor richtig ausspielen. Wir versuchen mit dem Verwalter zu sprechen. Oder die Roten Weisen lynchen dich, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir? Heißt das, dass du mir helfen willst, edler Söldner? Jemand muss sich darum kümmern. Es scheint, dass du Freude daran hast, dich mit Ärger zu umgeben. Stimmt. Ich hasse es, mir ein wenig Vergnügen zu verbieten.
Aber ich habe keine Angst vor Konsequenzen. Die Tochter von Eolas hat alles gesehen. Sie ist jung und wird alles bestätigen, was hier passiert ist. Du musst deine Vorzeigegefangene nur zum Verwalter bringen. Lass uns in Valvenor weiterreden. Wir sollten zurückkehren, bevor sich eine Truppe auf die Suche nach uns macht. So, und damit ist die Folge auch vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Bound by Flame. Bis dann!